Hey Leute, ich bin's Kim. Manche von euch haben mich gefragt, ob ich vielleicht eine Akne-Videoreihe machen kann. Denn manche von euch folgen mich auf Instagram und haben wahrscheinlich gesehen, dass meine Haut sich sehr, sehr verbessert hat und haben mich daraufhin dann gefragt, ob ich eine Akne-Video machen kann. Hier sitze ich und das ist das Akne-Video. Wie gesagt, war es wirklich die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich hatte noch nie so viele Pickel gehabt. Ich hatte wirklich vom Stirn bis zum Kinn hin und auf den Wangen hatte ich überall Pickeln. Ich dachte wirklich, ich werde sie nie wieder los, denn zum Teil dachte ich aber auch, es wäre nur wegen der Abiturphase, denn in der Zeit musste ich sehr viel lernen, sehr viel Stress hatte ich auch, denn ich musste ja auch noch Bewerbungen schreiben, auch noch irgendwie zu so Auswahltagen gehen. Aber ich muss auch sagen, es liegt auch noch an ganz vielen anderen Sachen, wie zum Beispiel Schlaf, deine Reinigungsprodukten oder, keine Ahnung, das, was du sogar isst, kann manchmal irgendwas bei deiner Haut verursachen. Aber ich habe meine Haut jetzt wieder in den Griff bekommen, von daher möchte ich jetzt gerne heute meine Tipps mit euch teilen. Damit ihr mir auch glaubt, bin ich jetzt mal ganz nah an die Kamera und ihr seht, ich habe heute kein Make-up drauf, das ist also meine Haut ohne Make-up. Und ihr seht auch, dass ich hier noch ein paar dunkle Stellen habe. Das sind Pickelmale, die gehen auch nicht so schnell weg, aber nach einem Jahr sind auch die weg. Also keine Sorge, Leute. Ihr kriegt eure Haut wieder so hin, wie die vorher war. Und ich zeige euch jetzt wie. Ich muss sagen, falls ihr sofort eingreift, könnt ihr innerhalb von 1 bis 2 Monaten wieder die gleiche Haut bekommen, die ihr vorher hattet. Das war die Zeit, die ich gebraucht habe, um wieder meine Haut zu bekommen. Und ja, von Januar bis Juni habe ich nicht viel für meine Haut getan, weil ich einfach dachte, es läge am Abiturstress, warum ich so viele Pickeln bekommen habe. Und habe dann einfach weiter meine Produkte benutzt, die ich immer benutzt habe. Habe wahrscheinlich auch zu lange geschrubbt, weil ich dachte, wenn ich länger schrubbe, dann schrubbe ich die Pickel mit ab. Aber das war wahrscheinlich falsch. Denn ich habe gemerkt, ich benutze einfach die falschen Produkte. Und das habe ich gemerkt, als ich dann bei Douglas so einen Hauttest gemacht habe. Und das kann ich euch wirklich empfehlen. Geht mal zu Douglas rein und fragt nach einer Hautuntersuchung. Und dann sitzt ihr an so einem Gerät und die tun dir dann irgendwas an die Haut, was dann die Feuchtigkeit abmisst. Falls ihr zu trockene Haut habt, geben die euch Produkte, die Feuchtigkeitsspenden sind. Und falls ihr zu ölige Haut habt, dann geben die euch etwas, was halt eure Haut ein bisschen austrocknet. Da ich in meiner Pubertät sehr ölige Haut hatte, hatte ich natürlich ein Produkt von Shiseido. Und da Shiseido meine Haut ein bisschen ausgetrocknet hat und ich die bis jetzt angewendet habe, hat es meine Haut zu sehr ausgetrocknet. Und dadurch, dass es zu ausgetrocknet war, habe ich zu viel Talg produziert. Und durch diese Talgproduktion hat es halt meine Poren verstopft und somit habe ich sehr, sehr viele Pickeln bekommen. Auf jeden Fall einmal die Kraft zusammennehmen und einmal ungeschminkt zu Douglas gehen, denn das ist wirklich Tipp Nummer 1, die ich euch empfehlen kann. Denn die testen eure Haut wirklich gut. Und geben euch dann auch noch die passenden Sachen für eure Haut. Ihr müsst natürlich nicht die Sachen von Douglas kaufen. Ihr könnt auch einfach zu DM gehen und eure passende Serie kaufen, wenn ihr wisst, was ihr braucht. Ob ihr eher feuchtigkeitsspendende Creme braucht oder eher so zum Austrocknen Creme braucht oder so. Also hier einmal meine Serie, die ich im Moment benutze. Ich benutze die Serie von Clarence. Einmal Gesichtswasser, einmal Waschgel und einmal die passende Creme, die sehr feuchtigkeitsspendend ist. Ihr müsst natürlich keine teure Creme kaufen, wenn ihr die passende von DM gefunden habt. Ich kann nur leider nicht die von DM benutzen, weil ich dadurch einen krassen Hautausschlag bekommen hatte. Von daher, never ever benutze ich BB-Cream und irgendwelche DM-Produkte mehr, denn meine Haut soll so bleiben. Was ich euch abends zur Abendroutine empfehlen kann, ist wirklich so eine Gesichtsbürste. Die ist mega gut und ich benutze die jeden Abend. Die wäscht wirklich besser als eure Hände. Und die dreht sich 360 Grad in beide Richtungen, einmal nach links, einmal nach rechts. Und abends tut ihr einfach euer Waschzeug drauf, geht damit eine Minute lang, wirklich nur eine Minute in euer Gesicht rum, einmal nach links drehen, einmal nach rechts drehen und dann wäscht ihr euer Gesicht wieder mit lauwarmem Wasser ab. Und nicht länger als eine Minute, denn sonst zerstört ihr euer Hautbild. Und ja, nachdem ihr es mit lauwarmem Wasser gewaschen habt, tut ihr einfach eure passende Gesichtscreme drauf. Und das war's. So simpel. Und die von mir ist von Alicia Coy. Ich glaube, Douglas wird euch eher die von Clarisonic empfehlen. Aber die kann ich nur wirklich weiterempfehlen. Ihr müsst die nur online bestellen auf Wishtrend. Den Link habe ich unten in der Infobox für euch. Die hat 70 Dollar gekostet und die Clarisonic kostet 150 Euro. Also die ist wirklich empfehlenswerter in meinen Augen. Aber das kann ja jeder für sich entscheiden. Also das ist wirklich auch ein Tipp, den ich wirklich weitergeben kann.
Tipp Nummer 2, nachdem ihr bei Douglas wart, es geht zu einer Hautärztin oder zu einer Hausärztin. Ich bin bei beiden gewesen und meine Hausärztin war wirklich gut. Die hat mir so eine Creme gegeben, die heißt Cordis BPO. Und die war wirklich mega geil und auch wirklich gut. Die hat nämlich eure Haut ausgetrocknet, also die Pickeln ausgetrocknet und gleichzeitig auch ein bisschen gebleicht, sodass man nicht so krasse dunkle Pickelmale bekommt. Ich bin danach aber trotzdem noch zu meiner Hautärztin gegangen und die hat mir noch eine krassere Creme gegeben, die auch irgendwie die Pickeln austrocknet und auch irgendwie ausbleicht. Aber die andere Creme, die hat man irgendwie nur abends benutzt und was ich gemacht habe ist, ich habe diese Cordis BPO morgens benutzt und die andere Creme, die ich jetzt natürlich nicht mehr habe, die habe ich abends benutzt. Falls ich irgendwie ein Foto finde, blende ich das jetzt hier oben ein. Ja, auf jeden Fall, die zwei Sachen waren wirklich gut und meine Hausärztin, die hat mir auch noch ein Gesichtszeug gegeben, was auch gut für die Haut war. Aber die kann man natürlich nicht immer benutzen, die war natürlich nur für die Zeit, wo ich krasse Pickeln hatte. Tipp Nummer 3 in diesem Video ist sehr, sehr viel Wasser trinken, denn Wasser ist gut für euer Körper und spendet sehr viel Feuchtigkeit, also Wasser, kein Cola oder so. Und am besten Wasser mit Zitrone trinken, denn Zitrone wäscht all euer Schmutz von innen raus. Und nicht nur das, sondern es ist auch noch sehr, sehr viel vitaminspendend. Dann, was ich auch noch empfehlen kann, sind Masken. Falls du sehr schlimme Haut hast, dann zweimal in der Woche so Masken anwenden. Und falls du nicht so schlimme Haut hast, dann reicht es, wenn du nur einmal in der Woche Masken anwendest. Ich habe leider jetzt nicht mehr diese Shavens-Masken oder Clarisil-Masken. Das waren nämlich meine Top 2 DM-Masken, die ich immer benutze, die ihr auch sehr oft in meinen Videos gesehen habt. Und zwar einmal die gelbe Shavens Anti-Pickel-Maske. Also einmal die Shavens Anti-Pickel-Maske und einmal die Anti-Thermo-Maske von Clarisil oder sowas. Ich weiß nicht. Ich habe die leider jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt auch ein Jahr in China und muss jetzt mit diesen Masken hier auskommen. Und ich hoffe, die sind genauso gut. Aber die zwei von DM, die kann ich wirklich weiterempfehlen. Und falls ihr wollt, dann könnt ihr natürlich auch die mal kaufen und mal einen Monat lang anwenden oder zwei Monate. Also es wirkt nicht sofort. Keiner der Produkte der Welt wirkt sofort, wenn ihr die einmal benutzt, sondern ihr müsst die wirklich auch regelmäßig anwenden. Und ja, Leute, das war mein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich weiß, wie ihr euch fühlt, falls ihr gerade diese Phase habt, die ich noch vor 2 Monaten sogar noch hatte. Natürlich könnt ihr immer noch Make-up drauf tun. Es ist nicht so, dass Make-up der Hauptauslöser ist, dafür, dass ihr so viele Pickeln habt. Das Problem ist, wenn ihr Make-up drauf trägt, ihr müsst auch wirklich abends euer Gesicht gründlich waschen, sodass all euer Make-up auch ab ist. Es ist also wirklich nicht schlimm, wenn ihr weiterhin Make-up trägt zur Schule oder euch Make-up drauf tut und dann rausgeht, weil ihr euch besser fühlt. Ich kenne die Situation und es ist wirklich nicht der Grund, warum man so viele Pickeln bekommt, sondern der Grund ist einfach, egal wie müde ihr seid, abends immer schön abschminken und dann schlafen gehen, denn sonst kriegt ihr noch mehr Pickeln und das wollen wir alle nicht, denn keiner möchte mehr Pickeln bekommen und ich weiß auch, wie ihr euch fühlt, wenn die Eltern irgendwie einem sagen, ja, hör mal auf, dich zu schminken, sonst kriegt ihr noch mehr Pickeln. Man weiß halt, dass man selber schon Pickeln hat und möchte halt nicht nur darauf angesprochen werden. Trägt also weiterhin Make-up, falls ihr es tragen wollt. Es ist gar nicht mal so schlimm, falls ihr gerade sehr viele Pickeln habt, denn man hat ja sehr viele Bakterien an der Hand und man sitzt ja auch gerne mal so in der Schule rum und alle Bakterien, die ihr dann an den Händen habt, kommen dann ins Gesicht zu den Pickeln und dann entzünden sie sich noch mehr. Und wenn ihr Make-up drauf habt, ist es wie eine zweite Hautschicht, falls ihr zuerst ins Gesicht packt, dann packt ihr sozusagen erstmal auf euer Make-up drauf. Es ist dann wie eine Schutzschild. Also tragt einfach weiterhin Make-up, falls ihr euch dabei besser fühlt. Und ja, das war mein Video. Zum zweiten Mal sage ich das. Aber ich wollte es gerade einfach nochmal dranhängen, weil ich fühle wirklich mit euch. Ich weiß, wie man sich fühlt. Und falls ihr noch mehr von diesen Akne-Videoreihen sehen wollt, einfach mir unten in die Kommentare schreiben und ich mache noch ein Video für euch. Vergesst auf jeden Fall nicht, das Video zu liken und mich zu abonnieren. Ich würde mich mega freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!